A3.0. Ein Floh kann bezogen auf seine Körpergröße sehr weit und sehr hoch springen. Ein solcher Sprung kann näherungsweise durch die Parabel py ist gleich minus 0,1 x² plus 3,5 x für Grundmenge a plus 0 kreuz a plus 0 beschrieben werden. Dabei entspricht x cm der horizontal gemessenen Entfernung vom Absprungspunkt p00 und y cm der zugehörigen Höhe über dem Boden. Der Floh landet im Punkt qxq0 auf dem Boden. A3.1 berechnen Sie die Koordinaten des Scheitelpunkts S der Parabel P. Zeichnen Sie sodann die Parabel P für x von 0 bis xq in das Koordinatensystem ein. Okay, hier haben wir einige Angaben. Wir haben hier oben eine Parabel stehen, die wir jetzt gleich brauchen. Wir haben einen Absprungspunkt P, der ist hier drin, auch kann man in der Zeichnung gut erkennen. Und noch einen Landepunkt, den Punkt Q, der ist hier hinten in der Parabel zu erkennen. Wo der genau liegt, weiß man nicht. Man weiß nur, dass ja, die Y-Koordinate 0 ist, weil er wieder auf dem Boden landen muss. Für die erste Aufgabe berechnen Sie die Koordinaten des Scheitelpunkts S der Parabel. Oben haben wir unsere Parabelgleichung, wir brauchen einen Scheitelpunkt. Gehen wir am besten in unsere Formelsammlung, da finden wir Scheitelpunkt auf Seite 4. Wo haben wir uns stehen? Da. Hier haben wir eine schöne Formel für den Scheitelpunkt. Man kann auch den Taschenrechner zur Hilfe nehmen und zum Beispiel das Maximum berechnen lassen. Das ist auch nichts anderes als der Scheitelpunkt. Wir benutzen jetzt aber hier die schöne Formel. Die heißt, S ist gleich, also für den Scheitelpunkt gilt, minus b durch 2a und c minus b Quadrat durch 4a. So, jetzt nur überlegen, was ist das a, was ist das b, was ist das c. Können wir im Prinzip hier oben auslesen. Aus der allgemeinen Form, das a ist immer die Zahlform x², das b ist immer die Zahlform x und die Zahl c, also ohne Variable ist immer, die Zahl ohne Variable ist die Zahl c. Hier oben haben wir jetzt unsere Parabelgleichung stehen, also die minus 0,1 entsprechen unserem a, die plus 3,5 sind unser c, b und c, ja, muss man sich hinten dran im Prinzip noch ein plus 0 randenken. Ja, die Zahl ohne Variable existiert nicht, also plus 0, also ist unser c 0. So, jetzt muss ich nur die Zahl entsprechend hier der Formel in meine Scheitelpunktform einsetzen. Es startet mit minus b, also minus 3,5, ja, weil b ist ja 3,5, geteilt durch 2 mal a, 2 mal minus 0,1 und c war 0, also 0 minus b², das waren 3,5 geteilt durch 4 mal a, 4 mal minus 0,1. So, das kann man jetzt mit Hilfe vom Taschenrechner vereinfachen und dann kommt raus, dass der Scheitelpunkt die Koordinaten 17,5 und 30,625 hat. So, hier gibt es jetzt keine Angabe, auf welche Zahl man runden soll, deswegen können wir das so stehen lassen. Gehen wir gleich zum nächsten Teil der Aufgabe, wir sind ja noch nicht fertig. Zeichnen Sie sodann die Parabel P für x gleich von 0 bis xq in das Koordinatensystem ein. Da eignet sich jetzt natürlich der Taschenrechner hervorragend, weil wir hier über die Tabelle das ganz schnell auslesen können. Wir nehmen also einen Taschenrechner, hier jetzt mit dem Sharp. Je nachdem, welches Modell man hat, sieht das ein bisschen anders aus und tippen bei y1, also bei den Gleichungen, die Parabelgleichung ein. Minus 0,1 x² plus 3,5x. Was hat man? Plus 3,5x. So, wenn ich jetzt auf Table gehe, also Table für Tabelle, dann sehe ich, dass sie mir schon meine ganzen Punkte ausspuckt. Es ist nur eine Sache unschön. Wenn man hier nochmal zurück in die Aufgabe schaut, hier ist ein Koordinatensystem vorgegeben und unten die Einheiten sind in 5er Schritten angegeben. Deswegen werde ich jetzt meinen Taschenrechner so umstellen, dass mir auch gleich diese 5er Schritte anzeigt. Also zurück in den Taschenrechner. Jetzt muss ich einmal in die Table Settings. Je nachdem, ob das ein Taschenrechner unterstützt oder nicht, sieht es halt dementsprechend so aus. Und bei Table Step, also die Schrittweite, stelle ich jetzt den Taschenrechner auf 5. Wenn ich jetzt nochmal auf Table gehe, kriege ich hier meine schönen 5er Schritte raus. Genau, und die Koordinaten muss ich jetzt nur noch übertragen in das Koordinatensystem.
Tor. Er startet mit 0-0. Das hier. So, und dann habe ich den ersten bei 5-15. Der ist hier. So, ich switche jetzt nicht dauernd hin und her, sondern ich trage jetzt die Punkte gleich ab. Ich habe 10-25. Dann als nächstes 15-30. Dann hier bei 17,5 haben wir unseren Scheitelpunkt, da ist er also am höchsten drin. Dann haben wir noch 20-30 als nächsten. Ja, wer jetzt hier die Symmetrieachse schön erkennt, der kann ja auch schon ein bisschen weiterzahlen, ansonsten einfach weiterzeichnen, ansonsten einfach schnell aus dem Taschenrechner ablesen. Und hier unten bei 35 erreicht er wieder den Nullpunkt. Jetzt noch die Parabel möglichst genau verbinden. Keine Dellen oder Zacken oder sonstiges reinbringen. Der letzte Bereich war jetzt nicht ganz so schön. So, und dann habe ich meine wunderbare Parabel drin.